Ja, herzlich willkommen nach der kurzen Winterpause in der 128. Sitzung der Piratenfraktion und anderer im Berliner Abgeordnetenhaus. Die Tagesordnung steht wieder oben im Pad. Wenn nichts dagegen spricht, übernehme ich die Sitzungsleitung. Da spricht offensichtlich nichts dagegen, dann mache ich das so. Abwesend ist Fabio, der ist krank, der delegiert an mich. Ich habe auch so ein Bömmelchen da. Abwesend außerdem ist Oliver, da weiß ich jetzt nicht, was mit dem ist, vielleicht ist der auch krank oder hat eine Bürgersprechstunde. Susanne ist in Treptow, die hat eine Bürgersprechstunde, das wissen wir. Christopher kommt später, das ist auch nichts Neues. Insofern sind wir beschlussfähig und alles ist gut. Genau, das mit der Klammer, genau, Dankeschön, das hat mich noch verwirrt. Dann haben wir noch einen Änderungsantrag zum Vorschlag für die Tagesordnung von heute, und zwar das Einfügen des Tagesordnungspunktes 721. Verwendung von Überschüssen zur Schulsanierung ist der Titel dieses Tagesordnungspunktes, und es geht dabei darum, einen von Gerwald erstellten Text zu beraten. Gibt es Widerspruch gegen diese Änderung der Tagesordnung? Ist nicht der Fall. Dann werden wir das einfügen unter 721. Dann haben wir Ankündigung und Ansagen, und das ist jetzt das Stichwort des sehr aufmerksamen Teams für dialogorientierte Öffentlichkeitsarbeit, das ich nämlich jetzt gerne vorstellen möchte. Dazu tretet bitte vor und benutzt diese Mikros da am besten. Genau, also wir haben ja einen Einstellungsprozess hinter uns, und der war auch erfolgreich mit eurer gütigen Mithilfe. Und unsere beiden neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen sich jetzt gerne mal vorstellen. Bitte schön. Ja, guten Tag zusammen. Genau, wir sind, also ich bin Barbara Hallamer, und ich freue mich, dass ich hier mit an Bord bin und der Piratenfraktion in Berlin bei ihrer Arbeit unter digital und auch dialogorientiert unter die Arme greifen kann. Sprich, Dinge, die ihr hier macht, kriege ich hier draußen, habe ich hier draußen schon mitgekriegt, sichtbar zu machen. Freue mich sehr. Ja, Josef Kedlund, hallo. Und neben dem Dialog sind natürlich auch Veranstaltungen Teil unserer Arbeit, und werden natürlich versuchen, alles möglich zu machen, die möglichst schön und ja, gut zu machen. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen oder noch irgendwas wissen? Nicht der Fall. Dann danke für die Vorstellung. Macht man das Brummen wieder aus? Willkommen im Team. Keine maritimen Metaphern, erste Dienstanweisung. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Ne? Andreas? Ja. Möchtest du noch? Bitte. Ja, ich habe einen neuen Mitarbeiter, der sich auch gerne vorstellen würde. Das ist der Christoph. Und nach vorne. Du darfst dich da auch. Gleiches Recht für alle. Ja, das. Und deinen Namen nochmal ins Mikrofon sagen. Vielleicht das die Funktionsweise üben. Ja. Indem du den Knopf in der Mitte drückst, bis er leuchtet. Jetzt. Ah, ja. Ich bin Christoph Patzel, und ich bin der neue Mitarbeiter von Andreas. Und ich unterstütze ihn auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Hallo. Fragen? Gibt es nicht? Willkommen im Team. Willkommen im Team Andreas. So, das war's bei mir mit Ansagen. Und aktuelle Viertelstunde mit Gästen. Haben wir Gäste hier, die ein Anliegen haben? Nicht der Fall. Dann gehen wir weiter zu Top 4, da ist nichts, weil es gibt keinen Plenarablauf, weil das dauert noch ein bisschen. Satzungsänderungsanträge haben wir auch nicht, parlamentarische Initiativen haben wir schon vor der Sommerpause, vor der Winterpause waren wir fleißig. Das heißt, wir können... 6-2. Ah ne, stimmt, 6-2 haben wir ja Anträge. Es gibt Anträge. 6-2-1, gemeinsamer Antrag mit Grünen und Linken ans Plenum Weiterentwicklung ISV Römisch 3, ISBTTI Stern. Flüchtlinge unterstützen, jetzt Ausrufezeichen. Den stellt vor, wer? Eigentlich Fabio, der ist nicht da. Der Antrag lautet folgendermaßen. Die Fraktion möge zustimmen. Initiative Berlin tritt ein für selbst...
bestimmte Akzeptanz, Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt weiterentwickeln. 3, lesbisch, schwule, bi- und transsexuelle, transgender und intersexuelle Flüchtlinge unterstützen. Jetzt frage ich einfach mal den queerpolitischen Sprecher, ob er uns was zu dieser Initiative sagen kann. Nee, weil ich den zurückgezogen habe, den Antrag aus Gründen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Gut, der Antrag wurde zurückgezogen, das heißt, unser zuständiger Sprecher gibt die Empfehlung ab, nicht mit Grünen und Linken auf diesem Antrag drauf zu stehen. Nein, habe ich nicht gesagt. Nee, faktisch ist es das. Hat er nicht gesagt. Jetzt weiß ich nicht, ob wir in der Geschäftsordnung, du kannst gerne einen Redebeitrag anmelden, wie jeder andere auch. Ich glaube nicht, dass den jemand übernehmen will, oder? Das ist nicht der Fall. Gut, dann kommen wir zu 622. Antrag an das Plenum, Geflüchtete den Zugang zu Gesundheitsleistungen gewähren. Das ist ein Antrag, der wurde gestellt von Fabio Reinhardt, der heute auch nicht, also weiterhin nicht da ist, von dem es hieß, der ist selbsterklärend. Ist er für euch selbsterklärend? Möchte dazu jemand was sagen? Möchtest du uns den vorstellen? Bist du? Also es geht darum, mit zwei Punkte zu erfüllen, einmal mit Krankenkassen in Verhandlungen darüber zu treten, dass es Leistungen gibt. Verstehe ich das richtig? Kommt vor. Genau. Ja, genau, es geht um zwei Punkte. Asylsuchende haben das Problem, dass sie nicht so leicht Zugang zur Gesundheitsleistung haben, wie wir denn haben, indem wir alle in der gesetzlichen Krankenkasse sind und so eine tolle Chipkarte haben, sondern Asylsuchende müssen quartalsmäßig sich einen Behandlungsschein abholen bei den Sozialämtern. Und wenn sie kompliziertere Sachen haben, brauchen sie noch eine ärztliche Untersuchung, die das auch bescheinigt, dass sie wirklich richtig krank sind. Wir wollen das Verfahren vereinfachen. Es gibt eine bundesweite Diskussion darum, dass man eine Chipkarte für die einfach einführt, wie wir sie auch alle haben. Die sind dann noch nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung drin, aber es wird darüber gewährt und abgerechnet. Das hat viele Vorteile, weil es unglaublich, für die Flüchtlinge hat es einen unglaublichen Vorteil, weil es halt alles viel schneller geht, viel einfacher ist, nicht so stigmatisierend ist. Fürs Land Berlin hat es große Vorteile, weil es halt unglaubliche Einsparung an Personal und Ressourcen, die es zurzeit in den Sozialämtern bindet, dass die eingespart werden würde. Das ist insbesondere aufgrund dieser turbulenten Situation im Lageso sehr interessant zurzeit. Und für die Ärzte hätte es den Vorteil, dass sie den ganzen Quatsch nicht immer einzeln abrechnen müssen auf Papier, etc., sondern das über die Krankenkasse machen können. Dazu müsste das Land Berlin einen neuen Vertrag mit der AOK noch Ost oder einer beliebigen anderen Krankenkasse schließen. Das ist die erste Forderung. Und die zweite Forderung ist, weil es bundesweit gerade noch in den, weil es da noch Gespräche und Verhandlungen gibt, dass Berlin sozusagen sich dafür einsetzt, dass sie auch in die gesetzliche Krankenversicherung aufgenommen werden. Vielen Dank. Danke für die Erläuterung. Weitere gibt es Fragen? Aussprachebedarf? Dann kommen wir zur Abstimmung über diesen Antrag, ob wir den einbringen. Wer ist dafür bzw. dagegen, das zu tun? Willst du doch noch diskutieren? Gut, das ist einstimmig, ohne Enthaltung. Vielen Dank, damit ist der Antrag also angenommen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 7. Zunächst mal gibt es keine im Umlauf beschlossenen allgemeinen Anträge, das heißt 7.1 fällt weg. Wir haben aber die Tagesordnung heute zu Anfang der Sitzung geändert und den Tagesordnungspunkt 7.2.1, Verwendung der Überschüsse zur Schulsanierung, eingefügt. Der Text, den Gerwald gerne beraten möchte, steht in Zeile 188 im Pad und ich würde Gerwald als Antragsteller jetzt das Wort geben. Ja, in Sachen Schulsanierung ist ja, denke ich, mehr als hinreichend genügend in der Presse unterwegs gewesen dazu.
Ich hatte auch das Vergnügen, Martin bei einer Veranstaltung vertreten zu müssen oder zu dürfen. Da wurde mir noch mal ganz deutlich mitgeteilt, dass das, so wie es sich jetzt aktuell im Land Berlin diesbezüglich darstellt, absolut nicht geht. Dementsprechend habe ich mir dann Gedanken gemacht, natürlich nicht so weit, dass es jetzt schon ein beschlussfähiger Antrag ist, wo kriegt man denn eigentlich Geld her? Und dann ist das Land Berlin sozusagen diesbezüglich mit einem Überschuss aufgetaucht und dieser Überschuss soll nur zur Hälfte verwendet werden. Die andere Hälfte soll sozusagen zur Schuldentilgung gekommen werden. Jetzt komme ich mal sozusagen als, sag mal, möchte gern Betriebswirtschaftler und sage Folgendes: Ja, ist ganz schön mit der Schuldentilgung, wenn ich auf der anderen Seite mein Anlagevermögen in Form von Gebäuden und Infrastruktur verkommen lasse. Das ist dann in der Bilanz auch Eigenkapital. Und wenn ich das sozusagen vernichte, indem ich es halt nicht entsprechend erhalte, es gibt sogar einen Fachbegriff Erhaltungsinvestitionen und die müssen sogar eine bestimmte Höhe pro Jahr haben, um halt einen entsprechenden Abbau an Werten zu verhindern. Das ist auch in manchen Stellen sogar gesetzlich verankert. Da habe ich jetzt aber leider nichts weiter zu gefunden. Aber grundsätzlich sehe ich halt, das ist sinnvoller, das Eigenkapital in Form von Gebäuden aufrechtzuerhalten und zu sanieren und zu erhalten, weil ich kann das nicht aufschieben. Die Gebäude werden irgendwann mal keinen Wert mehr haben, während ich eine Bank, bei der ich Schulden habe, durchaus ein paar Jahre vertrösten kann. Das ist eher möglich als ein Gebäude, dessen Sanierungen sozusagen auf der Liste stehen. Das fällt dann zusammen. Und wie gesagt, da hier teilweise seit 25 Jahren nichts getan wurde, wirklich nur das Allernotwendigste, bin ich der Meinung, dass wir hier wirklich was tun müssen, auch in Form von einem Antrag. Und was mir halt bei diesem Antrag auch wichtig war, dass das nicht allgemein zugeteilt wird, sondern wirklich explizit verwendungsbezogen zugeteilt wird, die Geldmittel. Da kann mir Heiko wahrscheinlich besser helfen, was das haushalterisch da Sinn hat, aus dem einfachen Grund, ich möchte nicht, dass das in einem Bezirk dann, wenn das da ankommt, dann für irgendwas anderes verwendet wird, als für explizit diesen Verwendungszweck. Also möglich ist das, habe ich woanders schon mal gesehen. Das Ding ist halt nur, sind wir als Fraktion der Meinung, dass das so soll oder nicht? Weitere Fragen kann ich gerne beantworten. Also als bildungspolitischer, ich sehe die Wortmeldung, zuerst Heiko, dann Pavel, wenn ich es richtig gesehen habe. Als bildungspolitischer Sprecher sage ich dazu auch was. Du hast erstens mal recht, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Und was du über die Auswirkungen des fortgesetzten Sanierungsstaus auf die reale Schuldenlast, will ich es mal nennen, des Landes Berlins gesagt hast, ist auch richtig. Durfte ich auch in meiner Antwort auf die Regierungserklärung des Kollegen Müller anbringen. Jetzt geht es hier um einen konkreten Text und da würde ich nochmal alle darauf hinweisen. Gerwald hat explizit gesagt, das finde ich auch sehr vernünftig, dass das kein Antrag ist, weil es noch nicht so spruchreich ist. Er möchte gerne darüber beraten. Das ist der Tagesordnungspunkt, quasi ein Besprechungspunkt. Insofern brauchen wir auch keine Abstimmung dann am Ende treffen. Es geht da um einen Austausch. Wie gesagt, so kann es nicht bleiben. Da sind wir uns einig und wir müssen da was tun. Allerdings geht es auch so wie in deinem Text vorgeschlagen nicht. Das hat verschiedene Gründe. Erstens ist es so, jetzt gibt es läppische 64 Millionen insgesamt, das ist teilweise Bezirk und da gibt es auch noch viel Gemauscher. Du kennst diese Diskussion mit den Verfügungen bei den Bezirken und wo Geld vom Senat nicht komplett ausgezahlt wird, für Sanierungsstau, kleine und größere Maßnahmen. Wir haben gerade die aktuelle Meldung, dass das war auch zu erwarten, Friedrichshain-Kreuzberg 300.000 daraus zurückgeben muss, weil sie es nicht verwenden konnten. Das ist jetzt in der Größenordnung, ist tatsächlich eine Größenordnung kleiner für die gesamte Stadt, als du es vorschlägst, Geld quasi in die Obhut der Bezirke geflossen. Und selbst diese Größenordnung konnte, und das Programm läuft ja unterjährig immer weiter in den verschiedenen Doppelhaushalten, konnte nicht verwendet werden. Das heißt, so die Finanzspritze, die du da vorschlägst, in die Hände der Bezirke zu geben, in der Größenordnung, insbesondere wenn es, und so hast du dich ja ausgedrückt, es soll einmalig, also jetzt einmal dieser Überschuss soll bezahlt werden und soll dann bei den Bezirken liegen, der wird nicht verwendet werden können. Der Sanierungsstau in Berlin, der wird mit so einer Maßnahme einfach aufgrund dessen, dass man das Geld am Ende des Jahres nicht ausgegeben haben wird und mit dem Instrument SIVA auch nicht wie in ordentlichen Haushaltsplanung, Investitionsplanung über mehrere Jahre
verbindlich in bestimmte Investitionen rein tun können wird, wird am Ende des Jahres wieder zurückfließen in SIVA. Oh, das heißt, so diese einmalige Finanzspritze an die Bezirke wird nicht dazu führen, dass mehr gebaut und mehr saniert wird. Da braucht es verbindliche Planungen über Jahre hinaus. Man kann auch 400 Millionen nicht in einem Jahr ausgeben, so ohne weiteres. Abgesehen davon, dass es, dass man dann eben auch, nee, kann man nicht, für den BER schon vielleicht, dann macht es eine Firma, aber für so viele kleinteilige Maßnahmen ist es ganz schwer möglich, weil die müssen projektiert werden, die müssen beschlossen werden, die müssen begleitet werden, die müssen geplant werden zwischendurch und auch kontrolliert werden. Dafür braucht man Personal, das ist eine Sache, das ist das größte Problem im Moment, weil selbst die paar Puseratze, die das Land übrig hat, können nicht ausgegeben werden wegen des Personals. In manchen Bezirken klappt es, an den meisten aber nicht. Und das greift halt der Textvorschlag so auch nicht auf. Also es müsste auf jeden Fall noch ausdifferenziert werden, was man da macht. Unser Vorschlag war ja bisher statt SIVA, und da wird jetzt Eiko gleich was zu sagen, ich wollte nur kurz da einleiten, statt SIVA so vor sich hin Schattenhaushalten zu lassen, einen ordentlichen Nachtragshaushalt zu haben. Innerhalb dieses Nachtragshaushalts müsste man mit eben diesen Überschüssen, und da bin ich der Meinung, ähnlich wie du, das sollten einfach die kompletten Überschüsse sein, die man in sowas reinsteckt und nicht die Hälfte, weil das mit den Schulden, mit der Schuldentickung auf die nächsten 300 Jahre hinaus ist halt Quatsch. Ja. Müssen mit einer vernünftigen Investitionsplanung, mit Teilen in Personal, Teilen in Sanierung, Teilen in Investitionen in neue Infrastruktur, in einem vernünftigen, vom Parlament beratenden Haushaltsplan, Nachtragshaushalt und dann für den nächsten Doppelhaushalt beschlossen werden. Mit SIVA und einer einmaligen Finanzspritze an die Bezirke ist es damit, glaube ich, nicht getan. Heiko, jetzt habe ich dir wahrscheinlich ganz viel vorgegriffen. Genau, also wir werden, also wir haben jetzt, hat der Senat quasi beschlossen, was er mit den Überschüssen aus dem SIVA machen möchte. Das ist zwar beschlossen vom Senat, wird uns dann als Vorlage vorgepackt, so sieht es das Gesetz auch vor, sodass wir das dann hier im Abgeordnetenhaus noch genehmigen müssen, damit es dann auch endgültig die Investitionen, die zurzeit vorgeschlagen sind, ausgegeben werden sind. Der Großteil von dem, was jetzt mit dem SIVA vom Senat vorgeschlagen worden sind, sind sowieso Ausgaben, wo man witzigerweise sagen muss, wenn es quasi das SIVA nicht gegeben hätte, hätte es die Überschüsse trotzdem gegeben und der Senat hätte das in seiner laufenden Haushaltswirtschaftung eh alleine einfach gemacht. Also das Einzige, was das SIVA zurzeit bewirkt, ist, dass wir als Abgeordnetenhaus quasi das, was der Senat sowieso machen muss, nochmal zu sich genehmigen. Das heißt, wir greifen in die Exekutive noch stärker ein als vorher. Das ist mit Gewaltenteilung an bestimmten Punkten sogar so ein bisschen blöd. Erst dadurch, dass der Senat auch zum Beispiel dem Gesetz sogar ein bisschen widerspricht, indem er auch verstärkt in den Erhalt geht, wo er normalerweise das eine relativ abgeschlossene Wortwahl im Gesetz gewesen ist, also im Gesetzestext, nicht in der Begründung. Zeigt es halt einfach, dass die Koalition sich da überhaupt keine richtigen Gedanken mit diesem SIVA gemacht hat, sondern dass sie es einfach nur machen wollte, weil sie nicht in der Lage war, gegenüber ihrem Senat ordentliche Haushaltsverhandlungen durchzusetzen oder ihn aufzufordern und das auch durchzukriegen, dass er halt ohne diesen Druck einen Nachtragshaushalt umsetzt. Warum wir jetzt im März zum Beispiel den Nachtragshaushalt bekommen werden, liegt einzig und allein an den BAföG-Geldern. Deswegen werden sie den Nachtragshaushalt machen, weil das nämlich zusätzliches Geld ist, was nirgendwo vorher abgebildet ist und was der Senat nicht einfach ausgeben kann, auch in der laufenden Haushaltswirtschaft nicht, da sieht die LHO keine Genehmigung vor. Also das Geld müsste er normalerweise quasi, also da kommt er nicht so einfach ran. Und wenn er das quasi für andere Sachen ausgeben will und Ähnliches, da muss er eh den Nachtragshaushalt machen. Und auch die 400 Millionen für den BER, die vorgesehen wird, die kann er nicht alleine machen, da braucht er uns zu. Und die muss er jetzt einplanen, sonst kann der BER die Verpflichtungen nicht wieder eingeben, weil er nämlich das erst haben muss, bevor er die Verpflichtungen haben muss. Und in Anbetracht dieser Nachtragsverhaushaltung kommen dann die Punkte an, die Gerwald mit reingesprochen hat. Und da ist es dann unsere Aufgabe, auch die Forderung jetzt, habe ich in der PM vorhin auch gesagt, wir brauchen halt dieses blöde Personal. Weil man muss sich das zurzeit so vorstellen, stellt euch ein blödes Stundenglas vor. Und oben schütten wir die ganze Zeit Geld für Investitionen rein. Und in der Mitte ist dieses kleine Löchlein, wo das durchgeht. Und eigentlich muss das Gesamte, was oben ist, unten sein, damit der Sanierungsstau weg ist. Aber das Problem, was wir haben, ist, dass unten durch ein Loch mehr rausfließt, als oben durch das kleine Loch reinfließt. Und wir schütten oben trotzdem noch mehr rauf. Aber es kommt halt einfach nicht mehr durch, weil das komplette Land eigentlich nur noch mit der Verwaltung
Berlins beschäftigt ist und überhaupt nicht in der Lage ist, zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung stellen, um weitere Investitionen, vor allen Dingen in der Straßen und so, sehen wir das ja. Es nützt auch nichts, wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, die Senatsverwaltungen oder die BIM sollen Sachen übernehmen. Bei den Straßen nützt das nichts. Kann Andreas euch ein Lied vorsingen, die VLB wird einfach nicht mitspielen können. Die kann gar nicht mehr Sachen bearbeiten. Die baut eher noch mehr Scheiße, wenn man denen jetzt noch mehr Sachen aufhalst. Und dann wird am Ende wahrscheinlich noch mit viel höheren Kosten noch viel weniger passieren. Und andere Sachen sind zum Beispiel Schnellschüsse, wie jetzt zwei Kombibäder bei den Bädern zu bauen, führt halt einfach nur dazu, dass halt einfach mal 60 Millionen Puff machen, ohne dass eine langfristige Strategie für die eigentlich notwendigen Erhalt der Infrastruktur, die da ist, vorhanden sind. Also das ist halt einfach vorne und hinten nicht richtig zusammengedacht. Deshalb werden wir, zurzeit sind wir halt einfach, dadurch, dass halt Exekutive und Legislative getrennt ist, wir können selbst keinen Nachtragshaushalt vorlegen, das ist dem Senat vorbehalten, müssen wir zurzeit rein was GO etc. angeht, erstmal abwarten, bis im März der Senat diesen Nachtragshaushalt beschließen wird. Und dann können wir alle möglichen Änderungsanträge anbringen. Und das ist im Prinzip jetzt die Aufforderung an euch, sich mal Gedanken darüber zu machen, welche Änderungsanträge wir denn alle bis dahin so vorbereiten wollen und dann reinbringen wollen, um halt die Probleme, die wir halt sehen, mit diesem Nachtragshaushalt dann noch anzugehen. Weil wir können natürlich dann alles Mögliche noch mit ranklatschen. Und das ist halt die einzige Möglichkeit, da effektiv jetzt gerade ranzugehen, weil mehr Geld obendrauf bringt zurzeit an vielen Enden nichts, weil es halt einfach nicht ausgegeben werden muss. Das muss parallel stattfinden und wie Martin auch gesagt hat, das muss über einen längeren Haushalt auch über etliche Jahre fortgeschrieben werden, weil der Sanierungsstau irgendwo bei 10 Milliarden liegt, dann kommen noch ein paar Schattenhaushalte und was ich was dazu. Es gibt auch gar nicht genug Unternehmen, die das einfach mal verbauen können. Also vor allen Dingen kleinteilig. Es gibt zwar große Unternehmen, die 400 Millionen mal schnell verbauen können an irgendeinem einzelnen Projekt. Wenn man aber irgendwie 10.000 Projekte mit Schulklos, mit kleinen Straßen hier, mit irgendwie einem Sportplatz hier hat, dann sind das vor allen Dingen viele kleine Unternehmen, die das dann halt einfach machen, weil die Großen sich einfach gar nicht überhaupt darauf bewerben, weil die sich diesen Oberhead und sonst was gar nicht geben. Da ist die Masse auch gar nicht da und dann schafft man vor allen Dingen auch das Problem, womit man auch als Land aufpassen muss. Man schafft nämlich Angebot und Nachfrage und macht es ein bisschen kaputt. Und dann fangen diese Firmen an, auf einmal höhere Gebühren, also einfach mehr zu verlangen. Und wenn man so eine große Nachfrage schafft und das Angebot ist einfach nicht mehr da, dann wird es noch mal viel, viel teurer, als es eigentlich sein müsste, wenn man es über eine längere Schiene sinnvoll schiebt. Und das Problem, was das Land Berlin macht, ist halt, dass es dauerhaft einfach nicht sinnvoll investiert. Also, dass wir unsere Investitionsquote so niedrig runterfahren und einfach nichts machen und selbst diese niedrige Investitionsquote nicht ausführen. Und wir müssen quasi langfristig diese Investitionsquote erhöhen und das Personal dafür schaffen, um das dann auch langfristig gesehen auch auszugeben, damit halt nicht das, was immer wieder passiert, weil ein Großteil der Überschüsse, die wir jedes Jahr haben, sind auch nicht ausgegebene Investitionen. Das heißt, wir feiern uns ja jedes Jahr dafür, jetzt haben wir 800 Millionen Überschuss. In den 800 Millionen Überschuss sind vor allen Dingen auch nicht ausgegebene Investitionen. Und das ist im nächsten Jahr dann wieder der Fall und dann wieder der Fall. Und wir schieben das quasi immer vor uns her und tun so, als würden wir jedes Jahr Überschüsse erzielen. Dabei nehmen wir immer nur die gleiche Summe Geld und packen die einfach immer nur ins nächste Jahr. Aber es sieht jedes Jahr aus wie Überschüsse. Und es sieht jedes Jahr toll aus. Und wenn man das nicht ordentlich mal abschöpft und ordentlich mal ausgibt und ordentlich mal dafür sorgt, dass das auch in den Straßen, in den Schulen und sonst wo landet, dann bauen wir halt auf der anderen Seite einfach bei den Investitionskosten immer mehr auf. Und das sieht man einfach nicht, weil wir halt keine doppelte Buchführung etc. im Land Berlin haben. Das heißt, wir sehen die Investitionskosten, wenn wir die Gebäude nicht bewerten, wenn wir halt einfach nicht gucken. Also wenn wir nicht dauernd bewerten, wie viel kostet die Straße jetzt, wie viel kostet die Straße jetzt in der Sanierung, dann sieht man das nicht. Und ich gebe mal eine kühne Prognose ab, die Investitionskosten auf der Straße, in den Schulen, sonst wo steigen schneller als die Einnahmen, die wir auf der anderen Seite haben, dadurch, dass wir es nicht ausgeben, das Geld. Und das führt halt langfristig dazu, dass wir dann irgendwann, wenn der Punkt mal wieder erreicht ist und die Einnahmen und die Steuereinnahmen zurückgehen, wir irgendwann mal ein Problem bekommen. Und dann wir wieder wie vor 10 Jahren sind und dann wieder anfangen müssen, radikal zu sparen. Und mit einer kaputten Stadt dann nochmal radikal zu sparen, dann kommen wir irgendwann mal echte Probleme. So, dann Pavel, bitteschön. Ja, das meiste haben jetzt Heiko
und Martin schon gesagt. Ich wollte noch hinzufügen, also erstmal noch bekräftigen, dass es tatsächlich im Moment Quatsch ist, beim derzeitigen Zins irgendwie im größeren Umfang zu tilgen. So, das ist halt einfach, das ist halt, also ich glaube, die Motivation dafür, warum man das tut, ist, dass man halt in den Verhandlungen jetzt so zum Länderfinanzausgleich den Eindruck erwecken möchte, so man würde doch sehr sparsam haushalten. Und also ich glaube, es ist mehr auch so eine symbolische Geschichte gegenüber anderen. Und genauso glaube ich, ist, dass dieses SIVA-Errichtungsgesetz auch zumindest halb motiviert, dass man so tut, so als würde man dort ja, Schulden tilgen. Im Grunde genommen kann man auch sagen, okay, die ganzen Haushaltsüberschüsse gehen in die Schuldentilgung, aber genauso gut sagen, okay, es geht nichts in die Schuldentilgung. Was allerdings sicherlich richtig ist, ist durchaus ein Sondervermögen zu schaffen, um eben langfristig Planungssicherheit zu haben und nicht genau diesen Effekt, wenn man jetzt, ich sag mal, eine halbe Milliarde in einem Jahr auf die Sanierung kippt, den Heiko schon gesagt hat, dass man dann einfach das weder ausgeben kann, noch halt unter Kostengesichtspunkten, dass das Ganze sinnvoll ist. Was jetzt den Sanierungsstau angeht, kann ich sagen, dass das auch teilweise bei, also die Bäderbetriebe sind so das beste Beispiel dafür, kann man nicht oft wiederholen, da wird halt saniert, da wird aber halbherzig saniert, das heißt, da haben wir also Situationen wie das Hallen, halt halb energetisch saniert werden, was dazu führt, dass in der anderen Hälfte, die jetzt nicht energetisch saniert ist, dann halt das Kondenswasser die Wände runterläuft, weil es dort nicht energetisch saniert ist. Und wir haben dann auch noch die tollen Effekte, dass nach der Sanierung die Besucherzahlen geringer sind als vor der Sanierung. Das ist natürlich auch irgendwie was ganz Großartiges, wo man sich dann fragt, wozu wurde dann überhaupt saniert, wenn vorher irgendwie mehr Besucher da waren. Und das ist dann einfach nur, kann man sagen, das ist ja wohl dann komplett fehlinvestiertes Geld. Interessant wäre es mal, auszurechnen, wie groß der Sanierungsstau überhaupt ist bei landeseigener Infrastruktur. Ich würde mal irgendwas zwischen 5 und 10 Milliarden schätzen und kann auch sagen, dass die Intention, also dass das natürlich grundsätzlich richtig ist, dass wir wahrscheinlich für jeden Euro, den wir bei der Instandhaltung sparen, wahrscheinlich mehrere Euro an Wert vernichtet werden jedes Jahr. Und insofern denke ich, ist die Intention auf jeden Fall richtig zu sagen, okay, vielleicht jetzt nicht, jetzt noch nicht zurückführen, sondern könnte auch stattdessen alternativ, damit das nicht so aussieht, könnte man halt ein bisschen in die Zukunft hinein das vielleicht anlegen und zu sagen, okay, man fängt dann und dann mit dem Tilgen an der Stelle. Und letzter Punkt noch, was das vielleicht so ein bisschen flankiert, wir versuchen jetzt im BMC auch ein bisschen beim Controlling das Thema Unternehmenswert ein bisschen mehr in den Vordergrund auch zu rücken. Das spielt im Moment überhaupt gar keine Rolle bei der Unternehmensführung und bei aller Kritik am Thema Unternehmenswert ist es aber so, dass dort natürlich die Frage, also bei den Bäderbetrieben hätte man dann ganz genau ablesen können, wenn man sich mit dem Unternehmenswert irgendwie beschäftigt hätte, dass durch die Einsparmaßnahmen so viel Wert vernichtet worden ist. Bei den Bäderbetrieben beträgt der Sanierungsstau größenordnungsmäßig um die 300 Millionen nur um das instand zu setzen, was jetzt da ist. Und
ja, gespart haben wir einen Bruchteil nur davon. Ja, nur offen bleibt, also wie machen wir hier jetzt mit dem Antrag weiter, wie setzen wir diese richtige Intention dann auch in irgendwas um, ja, was vertretbar ist. Gerwald und dann Phil. Ja, um die Gesamtgrößenordnung hier nochmal zu skizzieren, also allein bei den Schulgebäuden werden 2 Milliarden aufgerufen, die man bräuchte, um das, was man hat, wieder auf den Stand zu bringen, der einigermaßen erträglich ist. Die 64 Millionen, die Martin erwähnt hat, die sind auch deswegen mehrheitlich zurückgeflossen, weil eben tatsächlich gar kein Personal da ist, um diese Anträge zu bearbeiten. Und ob ich jetzt einen Antrag bearbeite, der 7.000 Euro Volumen hat oder 700.000, ist der Aufwand gleich. In der Planungsstelle, die das genehmigen und so weiter. Das Ding ist, es gibt aber auch einen Haufen fertiger Pläne, die irgendwo in den Schubläden liegen, die halt auf Geld warten und aufgrund der aktuellen Lage halt nicht abgerufen werden können, eben weil dieses 64-Millionen-Programm pro Schule mit 7.000 Euro begrenzt ist und auch noch woanders. Also bin ich der Meinung, dass man muss auch mal sich im Klaren sein, dass man im Land Berlin von der Struktur her eigentlich gar nicht schuldenfrei laufen kann. Man macht eigentlich aufgrund vieler Aufgaben hoheitlicher Art und sonstigen grundsätzlich Schulden. Das ist aber mal außen vor gelassen. Aber jetzt hinsichtlich des Antrages, mir geht es darum, dass die Mittel tatsächlich zweckgebunden zugewiesen werden, sodass sie nicht sozusagen für irgendwas anderes genutzt werden können. Noch, dass dann hinterher ein schlauer Haushalt auf die kommt, dann mache ich die Einnahmenerwartung für die Bezirke am Jahresende entsprechend höher, sodass der Bezirk dann das Prinzip wieder abliefern muss, wo es dann halt woanders her. Und dass man dann auch konkret an den entsprechenden Stellen, wo jetzt Personal fehlt, Personal zuweist, also Stellen entsprechend macht, um dass man auch entsprechend sofort Baumaßnahmen aufgrund vorhandener Pläne, die es irgendwo gibt, dann auch schnell genehmigen kann. Also das müsste möglich sein, dass man das sagt, so hier, ihr habt was, dann kriegt er jetzt das Geld. Also man muss halt durchfragen, wer hat denn fertige Pläne, die genehmigungsfähig sind. Und dann sage ich auch noch, kann man, wenn der Änderungshaushalt kommt, durch unsere Änderungsanträge die Summe, die der Senat haben will, überschreiten? Das ist mir jetzt nicht so bekannt, dass das möglich ist. Und was dann auch noch vielleicht noch im ganz hinteren Hinterkopf bleiben kann, aber aufgrund der niedrigen Zinssätze, die wir haben, ob man nicht dann auch, wenn man wirklich mal Geld sparen will in dem Zusammenhang, auch mal schaut, dass man hat ja auch teilweise Kredite, die schon ein bisschen älter sind, und man die nicht umschuldet auf die aktuellen Zinssätze. Also sagt, wenn man dann hier fleißig sparen möchte als Land Berlin, dass man da höhere Volumina freischalten kann. Also ich meine, das macht jeder Privatmann, der zu hohe Zinsen bezahlt mit seinen Krediten, ja schließlich auch, fällt unter Umschuldung. Wie gesagt, das ist der Punkt, dass wirklich die Mittel zweckgebunden sein müssen, also dass das nicht allgemein in den Basiszuweisungen von den Bezirken, sondern tatsächlich für Bauten und so. Wie gesagt, dass es also Titel und Kapitel genau zugewiesen wird. Und auch wichtig ist, dass man die Personalsachen verstärkt, notfalls auch sich Leute mietet. Ich sag mal, verbauen kann man das Geld jederzeit. Es gibt in Deutschland genug Baufirmen, die nicht gerade sich über Auftragsüberflutung beschweren. Also das wird ja eh ausgeschrieben bundesweit, die meisten Sachen und viele sogar europaweit, wenn man die Summen sich anguckt. Also da hätte ich eher weniger Sorgen, dass es keine Baufirmen gäbe, die sich das machen würden. Und durch Ausschreibung, was ja sozusagen gesetzlich bindend ist, was man die Sachen ausschreibt, kann ich ja auch immer noch gucken, wer bietet mir es denn günstig an. Das ist so ein Punkt. Wie gesagt, mehr habe ich mir jetzt gerade nicht mal aufgeschrieben, aber wie gesagt, um halt das, was bisher passiert ist, dieses allgemein, versuche mal wirklich gezielt auf einen Punkt mal raufzutun. Das Zweite ist, warum ich das nur als Einmalgeschichte mit den 400 Millionen, weil ich weiß ja nicht, haben wir 2016 ähnliche Überschüsse. Also wenn ich das heute schon wüsste, dann würde ich mein Wissen auch versuchen anzuwenden. Aber da man das ja nicht hell sehen kann, habe ich das ja auf einmal. Man könnte natürlich auch entsprechend umformulieren und sagen, wenn
in den folgenden Haushaltsjahren wieder sowas eintrifft mit Überschüssen, dass man dann wieder sich Gedanken macht, wie man die weiterverwendet. Ich meine, Schulgebäude ist jetzt nur ein Ding. Wir haben ja noch ganz viele andere Bereiche, wo man eigentlich sofort Geld reinstecken müsste und was machen muss. Hier ist es bloß halt mal konkreter geworden und haben sich auch viele Leute schon den Kopf gemacht, wie man es schnell genug umgesetzt kriegt. Also wie Herr Heimann sagt, bis 2016 passiert nichts, bin ich jetzt nicht so der Meinung, dass man dem folgen muss. Also wenn man die Mehrheiten hier zusammenkriegt im Haus, bekommt man meiner Meinung nach auch kurzfristiger was hin. So, Phil, danach ich und ich gehe davon aus, dass Heiko sich auch noch melden wird. Ja, erstmal danke, Gerald, für die Intention des Antrags. Du hast ja gehört, dass wir alle eigentlich das nachvollziehen können, auch weil wir diesen Finanzüberschuss auch verwenden wollen, weil wir nicht diejenigen sind, die das in die Tilgung einbringen wollen. Und das hat ja gerade auch der wirtschaftspolitische Sprecher, unser haushaltspolitischer Sprecher, nochmal klar dargelegt, warum das jetzt im Moment eher sinnlos ist. Und du weißt, dass das Problem eben daran liegt, dass wir wenig Personal haben in den Bezirken, um das umzusetzen. Du hast es ja gerade auch selbst noch mal erwähnt. Deswegen wäre wahrscheinlich erstmal die Investition in das Personal etwas, was davor passieren muss. Aber die Idee, dass wir auf jeden Fall jetzt genau wissen, wie viel Geld wir im Grunde genommen noch hätten, um Dinge möglich zu machen, hilft uns, dass wir in unseren Einzelplänen ganz konkret wirklich nach den Dingen suchen können, die für uns wichtig sind. Und in den kommenden Haushaltsverhandlungen müssen wir dann gucken, dass wir dieses Geld auch da reinbringen. Also das ist meiner Meinung nach, das ist ja auch das, was Heiko gerade schon nebenbei erwähnt hat, dass wir eben schauen, dass wir möglichst viel von diesen Überschüssen auch bereitstellen wollen in unsere einzelnen Pläne, in die verschiedenen Politikfelder, um eben da, wo es am meisten brennt, ja, zu sanieren. Und ich glaube, das können wir auch dann hier besprechen, wenn es in die Haushaltsverhandlungen geht, dass jeder, das machen wir sowieso, dass jeder seine Prioritäten vorstellt und dann gucken, dass wir das zusammen so dann auch in die Öffentlichkeit tragen, dass wir sagen, ja, hier passt auf, wir haben Geld und wollen das auch einsetzen. Und das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. So, ich glaube, wir müssen einfach nochmal mit ein paar Unklarheiten aufräumen. Also ich glaube, tatsächlich, ich war der Erste, der gesagt hat, wenn wir die Bauämter wegen Wohnungsbau aufstocken, dann müssen wir das wegen Sanierung aufstocken. Das war im Jahr 2013. Da hat die SPD noch nicht davon gesprochen. Da gab es einen Spandauer Bürgermeister, der sich aufgeregt hat und eine sehr stille Stegezehlendorfer Bezirksverwaltung. Das ist mal das Erste. Darüber können wir uns einig sein. Passiert aber nicht mit diesem Text, passiert auch höchstwahrscheinlich nicht mit SIVA. Das muss in einem Haushalt passieren, das müssen Planstellen sein. Das Zweite ist natürlich nicht so, dass es keinen Unterschied gibt zwischen 7K-Maßnahmen und 100K-Maßnahmen. Das ist ein großer Unterschied mitunter. Wenn das alles Standardhaus-Hochbau ist und wir setzen einen Anbau ran oder machen mal ein Dach neu, ob das jetzt ein Teil des Daches ist für 7K oder ein ganzes Dach für mehr als 100K, das macht tatsächlich keinen großen Unterschied, nur oft sind es halt Maßnahmen, da kommt noch mehr dazu, wenn das Volumen steigt, wie technische Gebäudeausstattung und solche Dinge. Die werden dann schwerer zu projektieren sein, die sind auch schwerer zu begleiten. Insofern kann man das so nicht sagen. Gleichwohl hast du recht, Gerwald, und das ist auch etwas, was ich seit Anfang 2014 sage, ist dieses Mini-Programm, was auch nur ein Teil der 64 Millionen ist, dieses Sofortmaßnahmenprogramm, wofür sich die Senatorin immer so rühmt von 7K, bringt gar nichts. Das liegt einfach daran, dass die Hälfte dieser Sofortmaßnahmen schon für Projektierungskosten und Planung draufgehen und dann nur noch eben das Gelände an der Treppe übrig bleibt oder eine von 10 Toiletten und mehr aber nicht, weil mit 4.000 Euro kann man nicht viel sanieren. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Das heißt, die erste Maßnahme wäre, dieses Sofortmaßnahmenprogramm, die einzelnen Posten massiv zu erhöhen.
Ich habe da mal 20.000 vorgeschlagen, was okay wäre, weil damit könnte man tatsächlich schon mal irgendwie schönes Beispiel Schultoiletten oder eine Rampe an der Treppe machen, herrichten oder eine geklinkerte Außentreppe so machen, dass die Leute nicht auf die Fresse fliegen oder einen Klassenraum Fenster neu machen, weil die sonst runterfallen. Also in der Größenordnung könnte man das tun. Das wäre die zweite konkrete Maßnahme, die auch schon auf der schon länger auf der Forderungsliste dieser Fraktion steht. Zweckbindung der Mittel, das ist total richtig und wichtig, da haben wir aus der letzten Haushaltsberatung Erfahrungen damit gemacht. Ich hatte es kurz angesprochen, von den 64 Millionen sind ja realistischerweise tatsächlich nur 32 Millionen. Naja, gut, kann man sich noch streiten, ob nur 48 oder 32 Millionen, das ist eine haushalterische Feinheit. Zuschüsse an die Bezirke, den Rest dieses 64 Millionen Programms müssen die Bezirke aus eigener Tasche bezahlen, was an anderen Stellen fehlt. Aber das Programm ist trotzdem etwas, wofür der Senat, ja, wo er sich mit profilieren kann. Das muss auch größer werden und das muss auch genauer festgeschrieben werden, wird nicht über SIVA funktionieren, sondern muss in der neuen Haushaltsberatung passieren. Und auch, wie du sagst, mit entsprechenden Titeln belegt werden, dann aber auch mit Ausgabenverpflichtungen über die nächsten Jahre, weil es wird dabei bleiben, dass du 400 Millionen oder, wie ich es gerne hätte, 800 Millionen nicht ausgeben können wirst innerhalb eines Jahres. Das heißt, du musst mit einem ordentlichen Haushalt, mit Investitionsplanung dafür sorgen, dass diese Mittel zweckgebunden, wie du willst, und zwar für bestimmte Maßnahmen, große und kleine oder Maßnahmenpakete, in den nächsten Jahren vorgehalten werden. Ja, dass die halt nicht einfach aus dem Haushalt wieder rausfliegen können, für was anderes verwendet werden können. Insofern müssen wir das so machen, was die Schubladenpläne angeht. Auch die brauchen Personal. Denn allein, dass ein Plan in der Schublade liegt, die Universitäten haben das zum Beispiel auch, ja, so ein Plan in der Schublade liegt über bei den Schulen irgendwas mit 20.000 bis 50.000, bei den Universitäten bis 5 Millionen, das sind so die einzelnen Maßnahmen. Heißt nicht, dass man nicht Personal braucht, um es zu begleiten, um das Ganze anzuschieben. Die Ausschreibung, das ist die Ausschreibung angesprochen, es gibt Bezirke, die können nicht mal mehr selbstständig Ausschreibungen machen, weil sie dafür nicht das Personal haben. So. Geschweige denn wirklich rechtssichere europaweite Ausschreibungen mit komplizierten Baumaßnahmen, kannst du völlig vergessen. Das müssen andere Bezirke übernehmen, da geht es schon weiter. Also auch da haben wir schon mal konkret gefordert. Ich will nur verhindern, dass hier der Eindruck entsteht, dass es entweder der, bei allen guten Willen, den ich auch anerkenne, entweder der Textvorschlag von Gerwald ist oder die Fraktion macht gar nichts. Wir machen seit Jahren in dem Bereich sehr viele Dinge und die Haushaltsberatungen sind zumindest die letzten geprägt davon gewesen, dass wir Investitionen in Sanierungsstau, Aufarbeitung, Sanierungsstau und so weiter freimachen wollen auf sinnvolle Art und Weise. Und das machen wir auch weiter. Was Heiko gesagt hat über die Zuschüsse, die Überschüsse am Ende eines Jahres, die eigentlich immer nur das Hin- und Hergeschobene sind, das ist völlig richtig. Wir können aber auch zumindest bis, machen wir mal so 2017, 2019 damit rechnen, dass unsere Steuereinnahmen weiter steigen. Das heißt, wir können auch ein bisschen in die Zukunft planen, was die Aufarbeitung dieses riesigen Sanierungsstaus angeht, und das sollten wir auf jeden Fall tun. Jetzt wäre dann Heiko dran, der sich nicht gemeldet hat, ich habe ihn nicht vergessen, und dann Pavel und dann Gerald. Ja, danke. Wenn man sich mal den Jahresergebnis 2014 vom Senat jetzt anguckt, den er rausgemacht hat, dann zum Thema, um mal mit dieser Mehr aufzuräumen, dass der Senat nichts tut, um die Umschuldung und Ähnliches vorzunehmen. Das wird dauernd umgeschichtet. Der Senat schichtet tagtäglich, also nicht tagtäglich, aber dauernd, diese riesigen Schulden um, die das Land Berliner, das sind 60 Milliarden Euro, verpackt in hunderte kleiner Verträge, die in alle möglichen Konstrukte gemacht werden, um da Ausfallsicherheit und ähnliche Sachen zu machen, damit nicht irgendwas implodiert wird. Man hätte zum Beispiel vor ungefähr anderthalb Jahren, wäre es total sinnvoll gewesen, die ganzen 60 Milliarden einfach zu nehmen und mit diesem Franken-Deal abzuschließen. Das wäre zu dem Zeitpunkt richtig gut gewesen, den Schweizer Franken. Hätte man richtig geil Zinsen sparen können und sonst was. Wer jetzt explodiert, und das Land Berlin hätte auf einen Schlag statt 60 Milliarden Euro Schulden auf einmal 90 Milliarden Euro Schulden. Hätten wir ganz schön in die Röhre geguckt, wenn uns das passiert wäre. Deswegen
ist das auch nicht so einfach? Das Land Berlin kann auch nicht einfach zu einer Bank gehen und sagen, gib mir mal, was ich zum Beispiel, den Kredit, den ich jetzt für mein Häusle bekomme von 1, weiß ich was, Prinzip oder andere, weil es das nicht gibt, weil die Banken, also weil nicht nur Banken, sondern die machen einfach solche Verträge nicht. Sondern je nachdem, wie lang so ein Vertrag ist, wie kurz ein Vertrag ist, gibt es andere Konditionen. Wenn das Land Berlin zum Beispiel einen Kredit haben möchte und die 60 Milliarden Euro jetzt für 20 Jahre bei diesem Niedrigzins ansetzen will, dann zeigen alle Banken denen einen Vogel und sagen, machen wir nicht. Weil wenn in 5 Jahren die Zinsen wieder steigen oder irgendwie sowas, dann bezahlen wir ja quasi deinen Kredit. Die schließen solche Verträge nicht ab. Das heißt, wenn das Land Berlin jetzt zum Beispiel einen langfristigen Vertrag abschließt über einen Kredit, muss es höhere Zinsen zahlen, als der aktuelle Niedrigzins zahlen ist. Das hat einfach mit Sicherheiten eh nicht zu tun. Das heißt, da macht das Land Berlin und die Banken müssen abwägen, wie man Risiken und ähnliche Sachen macht. Und die Ausgaben für die Zinsen waren zum Beispiel für 2014 geplant 2,1 Milliarden. Es wurden aber tatsächlich nur noch 1,75 Milliarden. Das heißt, wir sehen, da geht's, also das kann bald nicht mehr runtergehen, weil wir sind bei 60 Milliarden Euro insgesamt Schulden und zahlen nur noch 1,7. Das ist weniger als, also es ist nicht mal mehr 3% insgesamt, was extrem wenig ist, weil guckt euch mal die Bauverträge für Häuslebau und ähnliches an, die sind auch alle bei 2 und ein paar zerquetscht und das ist halt, also so billig. Also, das ist quasi schon fast nichts mehr, was das Land Berlin da bezahlt. Da kann man kaum noch weiter runtergehen. Dann, mit dem, wenn man mehr hat, dann ausgeben und ähnliche Sachen. Wir haben im gesamten Haushalt 2014 für Bauen, also ohne jetzt übrige Investitionen und ähnliche Sachen, für Bauausgaben, also für reine Bauausgaben, die passieren sollten, waren 271 Millionen Euro eingeplant gewesen im Land, also im Landeshaushalt. Davon wurden 62 Millionen Euro nicht ausgegeben. Dann könnt ihr euch mal das Volumen, also von 271 Millionen wurden 62 Millionen nicht ausgegeben. Wenn man statt 271 Millionen jetzt nochmal 400 Millionen obendrauf packen würde, könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht 62 Millionen gewesen wären, sondern 462 Millionen oder okay, vielleicht 362 Millionen, die nicht ausgegeben worden sind. Das heißt, da sieht man schon, dass selbst bei 270 Millionen das Land nicht in der Lage war, das Geld in die Straßen, in die Schulen und ähnliches zu stecken. Das heißt, auch bei höheren ist es fraglich, ob das funktioniert. Und das ist halt nur dann im Zusammenspiel, wenn das genügend Personal dafür da ist, nicht nur um die Anträge zu schreiben, weil nimm dir eine Schule. Das schöne Beispiel mit dem Schuldach. Es ist ja nicht dabei, dass da eine Baumaßnahme passiert. Wenn du jetzt von der Mensa das Schuldach abnimmst und das Dach renovierst, das dauert dann ein Jahr. Gut. Wo essen denn in der Zeit die Schüler? Wo gehen die hin? Das ist ein Wiederverwaltungsaufwand, der wieder abgewickelt werden muss. Und wenn du anfängst, bei 50 Schulen die Schuldächer abzureißen, dann stellst du irgendwann fest, dass du diese Schüler nirgends mehr hinpacken kannst, weil du gleichzeitig alle Schulen quasi am Renovieren bist. Und das ist halt ein Problem, was auch da ist, dass wir einfach faktische Probleme haben, dass man halt einfach nicht die gesamte Stadt, also das ist ein Problem, was wir ja auch schon haben, ist, dass zum Beispiel die VLB und ähnliche Sachen so viele Baustellen parallel laufen haben, dass die Arbeiten einfach nicht stattfinden, aber die Baustellen einfach da sind und Probleme bereiten und ähnliches. Wenn wir jetzt noch mehr Baustellen einfach hinpacken, sind das dann andere Sachen da. Zum Thema Festschreiben und dass das nun dafür ausgegeben werden soll und ähnliches, dafür ist das SIVA überhaupt nicht gedacht. Das SIVA ist dafür da, um kurzfristige Investitionsausgaben, die gerade aufploppen oder ähnliches da sind, abzuwickeln, wo halt quasi man das dann nimmt und dann da reinpackt. Und eigentlich war es auch nur für den Neubau, oder zum Beispiel für die Beschaffung von neuen Triebwagen. Also eigentlich ist es eher sowas gedacht, wie wir nehmen die 400 Millionen mal und packen es mal da so ein bisschen und da so ein bisschen hin. Aber es ist nicht dafür gedacht, kontinuierlich für irgendwelche Sachen gebraucht zu werden. Dafür ist das Gesetz überhaupt nicht ausgelegt. Dafür gibt es Haushaltsberatungen. Dafür haben wir einen riesigen Gesetzeskatalog, der genau dafür vorgesehen ist, das abzubilden, was wir hier machen möchten. Dafür sind die Haushaltsberatungen da. Die kommen nach den Sommerferien sowieso, das heißt für 2016/17, da sind dann auch die Langfristplanungen mit drin, aber die werden wir auch im Nachtragshaushalt haben für 2015 im März, wird der Senat das beschließen, dann kommt sie ins Abgeordnetenhaus. Das heißt, wir müssen uns jetzt keine Gedanken darüber machen, wie wir die Probleme der Stadt mit diesem SIVA lösen wollen, weil der SIVA wird die Probleme in der Stadt nicht lösen, das können wir damit auch nicht machen, da fehlt es auch die gesetzliche Grundlage. Also weder der Senat kann uns nur Vorschläge machen für Sachen, die sofort umsetzbar sind, was anderes darf er uns gar nicht vorschlagen, kann er nicht. Und wir können, also da, das geht nicht, deswegen Nachtragshaushalt.
Und dann ist es unsere Aufgabe, die Änderungen vorzunehmen, wo wir sagen, das ist sinnvoll. Das heißt, wir wollen ins Personal rein, wir wollen in die langfristige Investitionsplanung rein und ähnliche Sachen rein. Da haben wir dann auch die ganzen Zahlen, die wir dann nämlich sehen, wie die Überschüsse im nächsten Jahr und ähnliches sind. Weil der Senat ja jetzt schon wieder sagt, dass er ungefähr 1 Milliarde Euro wieder Überschüsse machen wird. Sonst könnten Sie ja gar nicht auf die Idee kommen, zum Beispiel die 400 Millionen für den BER, die jetzt im Nachtragshaushalt verplant werden. Die will er ja nicht mit Schulden aufnehmen, sondern er plant da quasi schon mit den Überschüssen, die er 2015 erzielen wird, das 400 Millionen und restlichen Sachen sowieso. Also die Langfristplanung ist eh vorhanden und ist eh total niedrig. Da gibt es einen Referent von einer anderen Fraktion hier im Haus, der eine schöne Kurve aufgezeichnet hat mit den Zahlen, die der Senat immer liefert und mit den Zahlen, die es dann am Ende immer sind. Und es ist immer mehr und konstant und die ganze Zeit. Und da sieht man halt einfach, dass halt einfach vorne und hinten alleine mit den Zahlen schon bei den Planungen beschissen wird. Und da müssen wir halt einfach ran. Und das ist halt einfach sinnvoll, dass wir uns jetzt darauf vorbereiten. Die ganzen Probleme, die aufgerufen sind, die gehen nicht weg, aber die gehen nicht weg, indem wir einfach 400 Millionen über das SIBA, also es bringt auch nichts, weil wir müssten jetzt einen Antrag schreiben, um den Senat aufzufordern, dass er uns über das, also für das SIBA Beschlüsse liefert. Der Senat hat jetzt beschlossen, wofür das SIBA ausgeben möchte. Das kommt jetzt bei uns rein, das können wir dann ablehnen. Dann müssten wir aber wieder ihn auffordern, was Neues vorzulegen und dann sind schon die Haushaltsberatungen. Also es gibt gar keine Möglichkeit, das zu machen, weil im März kommt der Nachtragshaushalt. Dann machen wir das. Weil wenn wir jetzt einen Antrag ins Plenum einbringen würden und den Senat sowas auffordern würden, bevor der überhaupt im Plenum ist, das nächste Plenum ist im März. Also jetzt ist das Plenum nächste Woche und das nächste Plenum darauf ist im März. Dann kommt der Nachtragshaushalt. Also bereitet euch lieber darauf vor, dass wir einen Nachtragshaushalt bekommen, dass wir den dann verändern wollen, das macht mehr Sinn, als sich jetzt mit diesem SIBA zu beschäftigen, weil das ist nämlich morgen, puff, das haben die Leute dann wieder vergessen. Das sehen die nämlich auch erst dann, wenn überhaupt irgendwas passiert. Und dann nämlich merken sie in 3, 4, 5, 6 Monaten, dass nämlich nichts passiert ist. Dass vielleicht bei der BVG die Wagen gekauft werden und ähnliche Sachen, weil die da in der Lage sind, die Sachen auch auszugeben, weil die durch diesen Personal Einsparungen, die der Senat bei den Bezirken und den Senatsverwaltungen macht, nicht betroffen sind, sondern weil die eigenwirtschaftlich handeln können und sich dann als Personal einstellen, um solche Aufträge auch rauszuhauen. Aber andere Sachen, die halt immer in den Bezirken, da wo halt die Leute es effektiv merken, auftauchen werden, da werden sie merken, dass da halt einfach nichts passiert. Sondern dass die Bezirke wahrscheinlich in Zukunft noch mehr Bezirke kommen werden und sagen werden, wir kriegen unser Geld nicht ausgegeben. Und das hat einen Grund, warum die das jetzt gerade machen, um auch auf die Haushaltsberatungen 2016, 17 Einwirkungen zu nehmen, um das Personal auch zu bekommen. Das heißt, die werden jetzt mit Absicht auch Sachen wahrscheinlich sogar liegen lassen, damit es noch schlimmer wird, als es eigentlich ist, damit der Druck so groß wird, damit SPD und CDU aus ihren Bezirksverbänden und all sowas so viel Feuer und so viel Hitze bekommen, damit die dann auch das Personal einplanen. Und dann noch mehr Kohle oben drauf zu schmeißen, bringt in der jetzigen Situation einfach nichts. Klingt so, als wäre es entweder in deiner Hose oder in deiner Jacke. Nein, es ist zumindest nicht geklaut. Das ist der neue Beat. Nein, er wusste nicht, wo sein Telefon ist. Also ich hab's nicht in der Tasche, jetzt guck mich nicht so an. Du sitzt aber in der Nähe des Gebäudes. Du fällst mich doch gleich an, fängst du an, mich zu durchsuchen. Okay. So, ich dachte nur, es wäre gezockt, weil es Pavel, Pavel, dann Gerwald, dann Alexander Spieß. Gut, ich wollte es auch nur kurz machen. Ich meine, das wollte man auch noch mal darauf hinweisen, dass ja die Finanzierungsüberschüsse, in denen vom SIWA die Rede ist, ja eigentlich nur das Ergebnis einer fehlerhaften Steuerschätzung sind. So, das heißt, ich weiß nicht genau, vielleicht weiß jemand genauer, wie das mit der Steuerschätzung funktioniert. Ich weiß, beim Bund gibt es halt einen Arbeitskreis Steuerschätzung, Beirat, und dann, ich glaube, das liegt bei den Ländern, die dann eine regionalisierte Steuerschätzung machen. Jedenfalls stellte sich mir dann die Frage, okay, dieser sogenannte Haushaltsüberschuss, wie gesagt, ist eigentlich nur Ergebnis einer Fehlplanung. Das ist so, deswegen fragte ich mich, welche Einflüsse auf die regionalisierte Steuerschätzung eigentlich ausgeübt werden oder werden können oder auch nicht, um solche Haushaltsüberschüsse sozusagen überhaupt entstehen zu lassen oder nicht entstehen zu lassen. Aber grundsätzlich müsste natürlich das Ziel sein, dass man bei der Steuerschätzung weder
ein Finanzierungsdefizit noch einen Finanzierungsüberschuss hat, beziehungsweise, ja, das war die eine Sache, auf die ich hinweisen wollte. Die zweite Sache nochmal, Gerwald, mit den Schulden. Es ist so, dass der Finanzsenat pro Monat 1 Milliarde ungefähr neu finanziert. So, das ist auch ein interessanter Job. Die haben mal hier so eine Veranstaltung gemacht, wo man teilnehmen konnte, wo sie das erklärt haben, wie die das machen, wie die halt jeden Monat, auf welche Art und Weise die jeden Monat 1 Milliarde an Kredit aufnehmen. Also war ganz interessant. Ja, so 1 Milliarde mal eben von der Bank oder irgendwo herzubekommen, ist nicht ganz so einfach wie 100.000 für ein Haus oder irgendwas anderes. Gerwald, Bankautomat, genau. Ich hätte gerne 1 Milliarde in 100.000-Euro-Schein. Also wenn wir darüber reden, dann hätte ich gerne 187 Milliarden. So. Also was mir auffällt, das Ding Planungswesen ist ja jetzt hier im Land und auch in unserer Bundesrepublik ja jetzt nicht, was wir letzte Woche erfunden haben. Das gibt es ja schon ein bisschen länger. Dementsprechend behaupte ich auch mal, dass es genügend Know-how gibt. Man müsste es wahrscheinlich nur mal zusammenfassen, dessen habe ich mir jetzt aufgeschrieben, eine sogenannte Planungstaskforce, wo man halt, um die schlimmsten Ecken beseitigen zu können, die man hat, zusammenfasst, die dann sozusagen das gezielt abarbeiten und natürlich im Hintergrund natürlich sich trotzdem darum kümmert, das fehlende Personal zusammenzukriegen. Das wäre so meine Idee, dass man da irgendwas in Antragsform hinkriegt, dass sozusagen das, was man hat, grob gesagt optimiert, um dann wesentlich irgendwo mal anzufangen, dass man zumindest, wenn einer dann fragt, was macht er denn, dass man dann sagen kann, hier fängt da mal was an. Das, wenn mich das so ein bisschen stört, also jetzt vom Gefühl her, ja, das muss so und so laufen, das muss so und so laufen, ist alles sein Ablauf und das dauert so und so lange und so weiter und so weiter. Das ist irgendwo ein Punkt, wo ich persönlich nicht so ganz bauchschmerzfrei leben kann. Ich denke mal auch, wenn man jetzt ein bisschen kreativ ist, kann man sich dann auch vielleicht auch aus anderen Bundesländern Leute ausleihen. Die haben ja auch Planer, die Ahnung haben. Also ich meine, das ist jetzt Berliner Planungsrecht, unterscheidet sich ja vom Bremer Planungsrecht jetzt nicht so gravierend, dass nicht ein Mensch, der in Bremen tätig war in der Verwaltung, nicht auch bei uns tätig werden kann, vor allem wenn er noch mit welche hat. Hinsichtlich der Schuldengeschichte insgesamt, was mich halt immer stört, ich habe den Senat ja auch regelmäßig mit schriftlichen Anfragen diesbezüglich bombardiert, der hat mir noch nicht mal glaubhaft versichert, dass er es mal versucht hat, umzuschulden, nur es ist anteilsweise, aber wie gesagt, das ist ein Punkt, wie gesagt, auf dem Markt kriegt man das halt immer noch günstiger als das, was wir bezahlen. Das ist immer so ein Punkt, dann wird mal gesagt, das wird als Gott gegeben hingenommen, die lieben Banken, da kann man ja überhaupt nichts tun und das ist so ein Punkt, wo ich der Meinung bin, da kann man ja tatsächlich auch mehr machen. Der Punkt ist halt, dass man das, was man hat, sprich die Menschen, die planen können, die ausschreiben können, irgendwie zusammenbacken und dass die dann sozusagen, dass man auf der anderen Seite abarbeitet, was ist am schlimmsten, wo brennt es am meisten, welche Schule fällt gleich zusammen, wenn man nächste Woche nicht anfängt abzustürzen und dann sozusagen für die Zeit, wo man halt diesen Aufwuchs vom Bestandspersonal durchexerziert, dass man dann die man hat, man durchrennen lässt und das Schlimmste abbaut. Ich denke, dass man da irgendwas hinbekommen würde. Leider ist mir das auch gerade erst eingefallen, hätte ich da schon, ist mir eher eingefallen, ein bisschen mehr zusammengesucht drüber. Rein theoretisch müsste das möglich sein. Ja, so Prioritätensetzung und solche Sachen auf jeden Fall sinnvoll, müsste meiner Meinung nach in den Bezirken passieren und dann hochgemeldet werden. Problem ist, dass die Verfahren einfach so lange dauern. Guck dir mal die Clay-Schule an, dass seit 20 Jahren wird da eine E-Planung nach der anderen gemacht und es dauert jetzt nochmal 2 Jahre länger, weil man sich dann über die Turnhalle und wie viel sie kosten darf, nicht einig wurde. Also, so, ne? Das ist das Problem. So. Ich würde jetzt mit eurer Zustimmung gerne diese Diskussion zu einem Ende entgegenführen. Da wir ja auch keinen Antrag haben, ich glaube, ist das nur legitim. Wir haben die Rückmeldung aus dem Pad bekommen, dass es sehr fruchtbar und interessant ist, was hier zu hören ist. Ich mal gucken, wie sich das auf YouTube dann in den Klicks äußert. Bitte, Alexander, du wärst dann quasi der Letzte mit einem kurzen, prägnanten und stilvollen Redebeitrag. Ja, also kurz. Also erstmal
Danke, Gerwald, für den Antrag. Ich finde das auch eine sehr gute Entwicklung, dass wir hier mal inhaltlich diskutieren in einer Fraktionsversammlung. Gerade wenn wir keinen Plenarablauf haben, ist gut. Wesentlichen Dinge hat Heiko gesagt. Ich wollte auch noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir uns jetzt auch auf Haushaltsberatung schon bei dem Nachtragshaushalt konzentrieren und wirklich noch mal an den Stellen, die wir auch beim letzten Mal ja schon hatten, also vehement vortragen, wo eben mehr Finanzbedarf da ist. Und das ist eben nicht nur die Sanierung, es gibt da auch noch andere Baustellen. Aus meinem Bereich kann nur sagen, nicht Ausbau, Inklusion der Bürgersteige, Absenkung, da gab es auch ein Programm, was tröpfchenweise geht mit ähnlichen Problemen. Wir laufen allerdings auf langfristig zwei Probleme, also Personalbedarf, Planung bei den Bezirken wurde ja schon gesagt. Das ist aber nicht nur eine Frage der Planstellen, sondern auch eine Frage der Fachkräfte, weil eben in den letzten 10 Jahren praktisch keine Fachleute von den Verwaltungsakademien in dem Sinne ausgebildet worden sind, beziehungsweise die ausgebildet worden sind, sind weggegangen, weil sie nicht in den Bezirken eingestellt wurden. Und insofern muss man wahrscheinlich längerfristig auch ausweichen, was ja auch schon passiert, dass man eben Aufträge fremd vergibt. Also man kann ja auch Ausschreibungen von Kanzleien machen lassen, was natürlich dann ein bisschen teurer ist, als wenn man das in der eigenen Verwaltung macht. Probleme lassen sich aber sicher lösen und in dem Sinne finde ich Gerwalds Vorschlag bedenkenswert, dass man möglicherweise nicht über die traditionellen Verwaltungsstrukturen gehen kann, sondern sich für manche Dinge was Neues einfallen lassen sollte. Aber leider ist der Senat an der Stelle ja sehr ideenlos. Vielen Dank für den kurzen und prägnanten Redebeitrag. Damit schließe ich jetzt diesen Tagesordnungspunkt ab. Vielen Dank auch nochmal. Das ist ja eigentlich ganz gut, wenn man mal fundiert diskutieren kann. So, ich habe noch was vergessen, und zwar habe ich vergessen, dass wir noch ein Protokoll vom letzten Mal zu beschließen haben. Deshalb springe ich schnell mal zu Tagesordnungspunkt 2 zurück. Teile ansonsten noch mit, dass unter 1.5 inzwischen auch die Finanzen eingetragen sind. Genau, unter 2.1 haben wir das Beschlussprotokoll der letzten Sitzung, der 127. Gibt es dazu Aussprachebedarf? Ist nicht der Fall, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür bzw. gegen dieses Protokoll anzunehmen? Rege Beteiligung, stelle ich fest. Das ist einstimmig bei Enthaltung von Alexander Mollang, Philipp Magalski und Simon Kowalewski. Ach so, und Gerwald. Angenommen. Vielen Dank. Dann springen wir zurück zu Tagesordnungspunkt 8, den wir heute einfach beiseite fegen können, weil wir keine Wahlen haben. Dann haben wir Tagesordnungspunkt 9. Da stehen die nächsten Termine, zum Beispiel die nächste Fraktionssitzung nächste Woche Dienstag um 15 Uhr im Pad. Das Büro N64 feiert ein Jubiläum. Das Piraten-Vor-Ort-Büro in der Krellestraße, gehe ich mal von aus, ja, auch. Das ist schön, da sind natürlich alle eingeladen. Du hast auch einen Politbrunch. Ich lese jetzt nicht alles vor, was da drin steht, sondern nur die Jubiläen. Ansonsten gibt es Besuchergruppen, für die sich auch die Leute gerne noch mal melden können. Vielen Dank an diejenigen, die das bisher schon getan haben. Haben wir etwas unter Sonstiges? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich den öffentlichen Teil dieser Sitzung und mache für 10 Minuten Pause. Na, sagen wir mal bis halb, das reicht aus. Und dann habe ich hier noch einen nicht öffentlichen Pad stehen. Schön.